damals, wie es eben heute zu Problemen führt. Man hat sich um die sozialen Bedingungen dieser Menschen überhaupt nicht gekümmert. In diesem Fall, in dem Film, bei der Masurenanwerbung, werden ihnen Kolonien versprochen, Arbeitersiedlungen im Grünen. Arbeitersiedlungen in diesem Stil hat es überhaupt noch gar nicht gegeben. Es gab zwar eine Kolonie in Koko oder sowas, die aber nicht von zugewanderten Arbeitern bewohnt werden konnten, sondern nur von Leuten, die in der Zeche sich besondere Verdienste erworben hatten. So kommen diese Masuren auch jetzt alle nur in eine Menage und da müssen sie erstmal für Jahre leben und verschulden sich eigentlich auch sofort, weil alles kostet. Die Übernachtung, das Essen, das sie dort bekommen, die Ausrüstung, alles müssen sie selbst bezahlen, also da bleibt kaum noch was übrig. Bis hin zu diesen religiösen Konflikten, die wir in unserer heutigen Zeit mit unseren mohammedanischen Zuwanderern scheinbar unüberbrückbar erscheinen. So ist also dieser Gegensatz da damals mit den evangelischen und katholischen vielleicht ein bisschen sehr ausführlich dargestellt, aber eigentlich hatte ich immer den Eindruck, dass den Leuten mal erklärt werden sollte, dass das doch ganz entscheidende Bedingungen sind für das Zusammenleben und dass es dort einfach nicht zusammengekommen ist. Hier ist die Unterscheidung zwischen dem katholischen, die Polen, die das ja immer waren, aber die masurischen, die protestantisch waren, und dazu, weil sie keine eigene Schrift hatten, keine eigenen Bücher hatten, auch sehr dem Sektierertum halt zu neigen. Die wurden hier sehr auffällig durch ihre vielen Gemeinderäume, die sie erstellten, durch ihre Botschaften, die sie verkündeten. Das wurde von der hiesigen Bevölkerung als sehr aufdringlich und verstörend empfunden.